Hi zusammen, ich begrüße euch zu meinem Juni-Update, das jetzt auch schon wieder etwas spät dran ist, aber ihr habt bestimmt schon gesehen, dass mein Mai-Update auch erst vor kurzem hochgeladen wurde. Da habe ich schon erwähnt, dass ich das Juni-Update gerne recht zügig hinten dran setzen würde und das versuche ich hiermit. Ja, es ist wieder ein bisschen was zusammengekommen, sowohl im Juni erschienene Neuheiten als auch ein paar gebrauchte Manga, und ich habe einen kleinen Teil vergessen im Mai-Update zu zeigen, den ich euch am Ende auch noch kurz zeigen werde. Deswegen fangen wir auch direkt ohne Umschweife an, und zwar mit Tokyo Pop. Und da ist einmal der neue Band von Ten Count dazugekommen, von Rihito Takarai, wie könnte es anders sein. Und da ist natürlich auch wieder eine sehr, sehr pretty Farbseite drin. Ja, ihr Zeichenstil ist unglaublich schön. Was soll ich dazu sagen? Dieser Band war sehr interessant. Es ist mal so ein bisschen was passiert, hatte ich das Gefühl. Nicht nur so von Episode zu Episode geschlängelt, sondern man hat ein bisschen was über Shirotanis Vergangenheit erfahren, woher seine Phobie kommt. Und ja, bei Kurose muss ich sagen, der ist mir momentan nicht so ganz grün. Sagen wir mal so, ich weiß nicht genau, was ich von ihm halten soll. Und ja, ich bin da eben etwas unsicher. Er ist ein unglaublich interessanter Charakter, finde ich. Er ist einfach so undurchsichtig, dass man gar nicht genau weiß, wo man ihn hinstecken soll. Und ich bin gespannt, was gerade auch noch zu ihm und zu seinen Eigenarten vielleicht kommen wird. Und ja, der Manga war wieder sehr, sehr gut. Ich kann es nur wiederholen, der Manga ist wirklich empfehlenswert. Allerdings denke ich jetzt nicht ganz für die, also nicht für die ganz Jungen, weil ich der Meinung bin, weil der Manga unzensiert ist und doch ein paar Themen beinhaltet, die vielleicht für Jüngere nicht so gut zu verstehen sind, denke ich, dass man vielleicht schon so, keine Ahnung, 15, 16 sein sollte, bevor man den liest. Aber das ist meine persönliche Meinung. Man kann ja nicht immer genau sagen, ab welchem Alter welches Verständnis herrscht. Deswegen, ja, spreche ich für den trotzdem mal eine Empfehlung für alle aus. Dann machen wir weiter mit einem Band, den ich mir auch so, naja, es war mehr so eine Art Coverkauf, könnte man sagen. Und zwar ist das der Einzelband Sag mir bitte, was Liebe ist. Die Story kommt von Naho Watarumi und die Zeichnungen sind von Lalako Kojima. Der hat mir recht gut gefallen, muss ich sagen. Also, der hat hier auch eine Farbseite, die ich euch jetzt hoffentlich gut zeigen kann. Ja. Ja, der hat mir recht gut gefallen. Ich muss sagen, die Zeichnungen sind sehr skizzenhaft, was mich an und für sich nicht stört, weil ich das eigentlich sehr gerne mag, wenn das so ein bisschen, ja, sketchy aussieht. Und aber ich fand doch, dass an manchen Stellen die Zeichnungen ein bisschen, wie soll ich sagen, unausgereift gewirkt haben. Also ein sketchy Zeichenstil ist eine Sache, aber die Proportionen waren halt zum Teil echt ein bisschen verschoben, was ich dann doch etwas komisch fand. Aber gut, das hat der Story jetzt nicht unbedingt was getan. Ich fand am Ende etwas schade, dass es so schnell auf das Finale gebracht wurde. Es war so, dass die Geschichte die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist und alles sich so schön langsam und vorsichtig entwickelt hat und erst freundschaftlich war und dann erst in so eine Richtung, oh, ich empfinde da Gefühle, die vielleicht nicht nur Freundschaft sind, ja, so in diese Richtung ging. Und plötzlich war das alles so ein bisschen Schlag auf Schlag, was ich ein bisschen schade fand, weil das der Story so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ihren Charme genommen hat, zumindest für mich.
Aber ansonsten fand ich den sehr gut. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich mir den vorherigen Band von Lalako Kojima, wie heißt der nochmal? Ein wenig wie Romeo und Julia irgendwie so, dass ich mir den auch gerne kaufen wollen würde, weil mir dieser hier recht gut gefallen hat. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Was ich ein bisschen schade finde, es wird in dem Manga erwähnt, dass zeitgleich mit dem Manga wie soll ich sagen, eine Novel in Japan erschienen ist, die auch von Ladako Kojima, glaube ich, mit Bildern begleitet wird, also von ihr illustriert wird und auch in diesem Internatswohnheim spielt. Das heißt, das ist nochmal so eine Art Spin-off dazu, mit anderen Charakteren, mit zum Teil selben Charakteren und so weiter. Und ja, wie das bei Novels nun mal so ist, bezweifle ich ehrlich gesagt, dass der auch zu uns kommen wird. Und das fände ich ein bisschen schade. Ja, aber es hätte mich zumindest interessiert, da es halt eben auch im Manga Erwähnung fand, aber da kann man jetzt halt auch nichts machen. Ja, der war sehr süß, auch gerade für Leute, die jetzt nicht so Hardcore-Yaoi-Fans sind, bestimmt gut zu lesen, weil er doch sehr niedlich war und die Story mehr so im Vordergrund stand. Und deswegen kann ich auch den sehr empfehlen. Dann habe ich mir einen Manga gekauft, den ich schon länger im Blick hatte. Und zwar ist das Rainbow Revolution von Mizuka Yuzuhara. Und den kenne ich seit geraumer Zeit. Da habe ich mal im Internet nach irgendwas aus der Ribbon geguckt und bin auf diesen Manga gestoßen und fand den vom Setting her ganz interessant und wollte ihn daher lesen. Hab's dann aber natürlich online nie getan, weil ich bin da so ein bisschen eigen. Also ich lese sehr, sehr ungern online. Zum einen kriege ich unglaubliche Kopfschmerzen davon und zum anderen mag ich das einfach generell nicht so, Online-Manga zu lesen. Ich weiß nicht, ist einfach nicht mein Fall. Und habe mich dann natürlich sehr, sehr gefreut, als der von Tokyopop lizenziert wurde. Und deswegen habe ich ihn mir natürlich auch geholt. Und ja, der Band hat mich wirklich positiv überrascht. Also ich wusste ja so grob, um was es geht und wollte es daher lesen. Auch wenn man das bei dem bunten, süßen Cover wirklich nicht erwarten würde, geht es da doch recht heftig zur Sache, was Mobbing angeht. Also es geht um Nana und sie hat eine beste Freundin, das ist Yuyu. Und Yuyu ist so, wie soll ich sagen, eher so der Leader-Typ und Nana ist so die, die sich immer fügt. Es ist auch so, dass Juju bestimmt, was gemacht wird. Juju bestimmt, welche Frisur sie tragen sollen. Und Juju mag eine Sache, also muss Nana sie auch mögen. Ja, das kann natürlich nicht so lange gut gehen. Irgendwann bekommt Nana Zuspruch von einem Jungen aus der Klasse. Beziehungsweise er gibt ihr so eine Art Kick, sage ich mal. Und ihr fällt eigentlich auf, dass das gar nicht Dinge sind, die sie will, sondern einfach nur alles, was Juju möchte. Und daraufhin fängt sie an, sich zu verändern und zu sich zu stehen. Und am Anfang ist es auch noch alles in Ordnung. Aber da gibt es so zwei Mädchen in der Klasse, die dann für ziemlich viel Zwietracht sorgen, auch zwischen Nana und Juju. Und was man von Juju an sich halten soll, das weiß man auch noch nicht so ganz, weil sie irgendwie keine Gelegenheit auslässt, um alles so dastehen zu lassen, dass Nana irgendwas falsch gemacht hätte. Und am Ende ist es eben so, dass fast die ganze Klasse gegen Nana steht, zumindest die ganzen Mädchen. Und es ist sehr interessant, dass ein so kindlich wirkender Manga ein so erwachsenes Thema behandeln kann. Natürlich ist Mobbing jetzt nicht nur ein Thema, was Erwachsene angeht. Im Gegenteil, das passiert ja auch oft in der Schule und sowas. Aber dass die doch das so krass abziehen, finde ich ja
heftig für einen Manga für so ju junges Publikum, allerdings auf eine positive Art und Weise. Denn Mobbing ist ja ein wichtiges Thema und ich finde es dann auch gut, dass man da so drauf eingeht und vielleicht Nana als Vorbild nehmen kann, wenn man sieht, wie sie da wieder rauskommt. Ja, deswegen, der Manga hat mir gut gefallen. Ich freue mich schon auf Band 2. Da lag auch eine Schokokarte dabei. Ich weiß jetzt nur nicht, doch, ich habe sie noch drin. Hier sieht man nochmal die Schokokarte. Die finde ich dieses Mal ein bisschen unspektakulär, muss ich gestehen. Ich mag das eigentlich lieber, wenn eine richtig schöne Illustration drauf ist und nicht nur ein einzelner Charakter. Also mit weißem Hintergrund oder so. Ansonsten war der Manga aber wirklich gut und ja, für alle Shoujo-Fans oder auch Fans von, wie soll ich sagen, mal etwas ungewöhnlichen Manga sehr zu empfehlen, weil ich es eben ungewöhnlich finde, dass da doch so ein harsches Thema drin vorkommt und der Manga trotzdem eher so der süße, bunte, niedliche Stil ist. Dann habe ich mir eine Reihe gekauft, in zwei Bänden abgeschlossen. Und zwar sind das die beiden Bände von VIP von Yuko Kazumi. Und auch da lag im ersten Band die Schokokarte dabei. Die sind eingepackt, weil ich sie so bekommen habe. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, die wieder rauszuholen. Dieser Manga ist im Showbiz angesiedelt. Es geht um Hikaru. Hikaru ist ein totales Landei, die ja, kommt irgendwo aus der Pampa und hat dort so eine Art Model Contest oder so von einer Zeitschrift gewonnen und will dann in der großen Stadt in Tokio eben voll durchstarten. Kommt dahin, hat keine Ahnung von gar nichts, sieht erstmal aus wie so ein Bauerntrampel, geht zu einem Casting in einem total übertriebenen Outfit dann und ja, fliegt sofort raus. In der Jury saß zufälligerweise Kyo, den wir hier auch auf den Covern sehen, der irgendwie ja, Potenzial bei ihr entdeckt hat und das gerne unterstützen möchte, auch wenn er sie für vollkommen bekloppt hält. Und er bietet ihr dann eben an, so eine Art Manager für sie zu sein und ihr zu helfen, dass sie eben doch ins Model-Business reinkommt. Das hat zur Folge, weil sie ihr ganzes Geld für Schrottklamotten ausgegeben hat, dass sie bei ihm einziehen muss und dort sozusagen jetzt wohnt und von dort aus ihre Modelkarriere starten möchte. Und was wirklich ungewöhnlich an dem Manga ist, ist die Protagonistin. Hikaru sieht aus wie das typische Shoujo-Mädchen, das alle 5 Minuten anfängt zu heulen und keine Ahnung. Aber das ist sie irgendwie gar nicht. Hikaru ist nämlich eher genau das Gegenteil. Die ist ein totales Stehaufmännchen, hat überhaupt ein übertriebenes Ego. Sie ist einfach so lustig dadurch, dass man, wie soll ich sagen, also sie ist so eine Angeberin und aber auf so eine sympathische Art und Weise, dass man sich einfach kringlig lacht. Ich habe den Manga gekauft, weil ich oft nicht Nein sagen kann bei Manga, die so ein bisschen so Model- und Mode-Business drin haben, weil ich das ganz interessant finde in Manga. Aber ich wurde wirklich positiv überrascht von dieser Protagonistin, weil die einfach so schräg war, dass es sich wirklich gelohnt hat. Und ja, die ist einfach komplett lesenswert. Ich hätte mir sogar noch ein paar mehr Bände gewünscht. Leider ist es mit 2 Bänden schon abgeschlossen. Allerdings, ja, tut es der Sache keinen Abbruch. Die Geschichte ist gut erzählt. Hikaru ist ein Charakter, der einen immer wieder zum Lachen bringen kann, besonders wenn sie in den unmöglichsten Situationen mit ihren Selbstlob-Tiraden da aufschlägt und ja, einfach göttlich. Ich kann den nur empfehlen, wenn ihr wirklich was zu lachen haben wollt und mal auf einen etwas anderen Shoujo-Manga gucken wollt, dann kauft euch den auf jeden Fall. Beim gleichen Anbieter habe ich dann noch einen Manga gekauft. Auch eine abgeschlossene Reihe, beziehungsweise fast abgeschlossen. Und zwar wäre das QQ Sweeper.
1 bis 3. Und auch da lag dem ersten Band die Karte dabei. Den fand ich unglaublich gut, muss ich sagen. Ich war neugierig auf den, habe lange mit mir gehadert, ob ich den mir tatsächlich kaufen soll, weil ich mir so dachte, ein Manga übers Putzen, irgendwie, ja, auf der einen Seite etwas seltsam, auf der anderen Seite ungewöhnlich und vielleicht deswegen interessant. Und ja, habe so ein bisschen mit mir rumgehadert und habe ihn im Endeffekt auf eBay recht günstig bekommen. Und oh mein Gott, dieser Manga ist Gold wert. Er ist so genial. Also richtig genial. Übrigens habe ich zu diesem Manga und auch zu VIP eine kleine Review auf meinem Instagram-Profil gepostet. Wenn euch die interessieren, ich werde euch die beiden spezifischen Bilder für die beiden Reviews mal unten in die Infobox packen. Das heißt, auch wenn ihr keinen eigenen Instagram-Account habt, könnt ihr da mal drauf gucken. Da erzähle ich auch ein bisschen was zu den einzelnen Reihen. QQ's Weeper ist von Kyosuke Motomi und die war ja auch schon verantwortlich für Dengeki Daisy. Ich muss sagen, dieser Manga war unglaublich gut. Ist jetzt in 3 Bänden abgeschlossen. Im 3. Band steht jedoch, dass es noch eine Folgereihe geben wird, die Queen's Quality heißt. Und ich hoffe so, so sehr, dass Tokyo Pop auch die zu uns bringen wird, weil ich einfach sterben werde, wenn ich die hier nicht habe. Ja, ich bin einfach so gespannt, wie es weitergeht. Was kann man dazu sagen? Es geht um Fumi, die eines Nachts in einem Gebäude, das zu ihrer neuen Schule gehört, auftaucht und sich dort zum Schlafen legt. Und morgens findet eben ihr Klassenkamerad, ihr späterer Klassenkamerad Kyutaro sie, denn der kümmert sich dort um die Sauberkeit und putzt alles regelmäßig. Und schmeißt sie da erstmal raus aus diesem Zimmer. Das ist so der Beginn des Manga. Es ist so, in der Inhaltsangabe steht es, dass es ums Putzen geht. Allerdings muss man hierzu sagen, dass das Putzen von einem Raum stellvertretend dafür steht, eine Seele zu säubern. Das heißt, wenn man beschmutzt ist, ist man verunreinigt durch dunkle Gedanken, durch schlechte Einflüsse, durch alles Schlechte, was um einen rum passiert und was einen nicht loslässt. Und das Putzen eines Zimmers steht stellvertretend dafür, dass man eben auch seine Seele von Zeit zu Zeit ein bisschen säubern muss, um wieder glücklich sein zu können und frei durchatmen zu können, was irgendwie viel Sinn ergibt. Dieser Manga behandelt sehr die menschliche Psyche. Dort wird in Anführungszeichen Magie angewendet, das ist aber nicht wirklich Magie. Es hat mehr was mit, es hat mehr was mit Hypnose und der Befreiung des Geistes zu tun und es ist super interessant. Ich will gar nicht viel zu dem Manga sagen, weil er einfach so interessant ist, dass ich möchte, dass ihr den alle selber lest. Ich weiß, dass er vielen zu textlastig ist. Kyosuke Motomi benutzt viel Text und Dialog und Erklärung, was ich in diesem Manga aber sehr gut finde, da man so alles gut verstehen kann. Und ich muss sagen, die Charaktere waren mir allesamt super sympathisch. Ich fand die Story mega gut umgesetzt und eben auch dieser Twist zwischen dem Putzen und der Psyche eines Menschen finde ich super cool dargestellt. Und kann den auch nur empfehlen, also wirklich, wenn ihr mal einen wirklich ungewöhnlichen, aber genialen Manga lesen wollt, dann kauft euch den unbedingt. Das war's mit Tokyo Pop. Ich habe dann bei EMA noch ein bisschen was Neues gekauft und da habe ich eine neue Reihe angefangen, die schon ziemlich alt ist, aber die wirklich gut meiner Meinung nach ist. Und zwar ist das Shonen Shoujo. Wie ihr seht, habe ich nur Band 1 und 3 davon. Es gibt insgesamt 4 Bände. Ich hoffe, dass ich Band 2 und 4 mir demnächst dazu kaufen kann, damit ich endlich weiterlesen kann.
In Shonen Shoujo von Satoshi Fukushima geht es um, ja, wie soll ich sagen, diverse Episoden, in denen Jungs und Mädchen eine Rolle spielen. Die sind in verschiedenen Zeiten angesiedelt, haben zum Teil gar nichts miteinander zu tun, zum Teil wieder doch und sind alle sehr interessant. Es ist alles so ein bisschen Slice of Life mäßig. Es sind einfach so kleine Stücke aus dem Leben von diversen Personen und manchmal passiert gar nicht viel, aber es ist super interessant zu lesen. Es ist sehr realistisch, es ist sehr realitätsnah und hat mir einfach super Spaß gemacht, den zu lesen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur den ersten Band gelesen. Ich warte jetzt noch, bis ich Band 2 habe, dass ich dann weiterlesen kann. Und ja, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Stories sind auch alle komplett verschieden, deswegen kann ich gar nicht wirklich was zum Inhalt sagen, aber mir hat er sehr gut gefallen. Bei Ima ist es dann noch eine abgeschlossene Reihe geworden, die auch recht alt ist, die ich aber schon länger haben wollte und jetzt endlich gekauft habe. Und zwar ist das von Fuyumi Shoryo die Short Stories. Es gibt 3 Bände davon, soweit ich weiß, und die habe ich mir jetzt gekauft. Das sind alles Kurzgeschichten von der Zeichnerin, die auch Mars gezeichnet hat, einer meiner absoluten Lieblingsmanga of all time, den ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Die Kurzgeschichten sind zum Teil sehr dramatisch, zum Teil sehr realistisch. Manche haben mit Kunst zu tun, da hat die Zeichnerin wohl auch ein paar Einflüsse von sich mit einfließen lassen. Es sind zum Teil Geschichten über Liebe, aber auch über das Erwachsenwerden. Es sind auch eher so Slice-of-Life-Geschichten und sehr interessant zu lesen gewesen. Ich mochte den Stil unglaublich gerne. Hier kann ich mal was zeigen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag dieses, ja, etwas düstere Setting, das manche Stories von ihr haben und kann die auch nur wärmstens empfehlen. Ja, auch hier, da es Kurzgeschichten sind, kann ich eigentlich nicht viel zum Inhalt sagen, weil alles unterschiedlich ist. Kann es aber wirklich empfehlen, wenn ihr ja so ein bisschen dramatische, etwas düstere, zum Teil Slice of Life Stories mögt, dann ist das bestimmt was für euch. Und der letzte Ema-Manga war dann noch ein Einzelband. Und zwar ist das Ohikoshi von Hiroaki Samura. Das ist auch ein Short-Story-Band. Es sind allerdings nur 2 Stories drin. Und ich muss ganz ehrlich sein, der hat mir leider nicht so gut gefallen. Ja, Hiroaki Samura dürfte man kennen von Blade of the Immortal, falls das noch wem was sagt. Das hier ist in Japan unter einem Pseudonym von ihm erschienen, da es so ganz anders ist als sein vorheriges Werk. Er sagt auch selbst, dass es eine schräge Love-Comedy ist. Schräg trifft das Ganze ziemlich gut, würde ich sagen. Es ist schon erstaunlich, wie Themen wie Prostitution und keine Ahnung, Gewalt und Sex und was weiß ich, was immer noch in eine Love-Comedy passen. Aber es geht irgendwie. Und obwohl das so faszinierend ist, war es einfach gar nichts für mich. Ich fand die Charaktere alle irgendwie komisch. Die erste Story war noch relativ normal. Da ging es um eine Gruppe Studenten und wie da wer zueinander stand und ja, einer der Studenten ist in seine Kommilitonin verliebt, aber die wartet auf ihren Ex-Freund, der für ein Jahr irgendwie nach Afrika gehen wollte. Als der jedoch irgendwie zurückkommt, hat er dann eine andere Freundin. Also es ist, ja, so ein bisschen auch so Slice of Life und alltagsmäßig.
Allerdings war die Geschichte nicht so meins und die zweite Geschichte, die drin ist, war irgendwie gar nicht meins. Die war äußerst verstörend, fand ich persönlich. Da ging es um eine Mangaka, die dann irgendwie versucht hat, ihren Redakteur rumzukriegen, weil sie dachte, er will was von ihr. Und der ist dann so empört davon, dass er nichts von ihr wissen will, weil er ist ja nicht so einer. Geht danach aber ins Rotlichtviertel und erlebt sie dann total krasse Sachen, weil sie als Mangaka dann irgendwie versagt und gefeuert wird und sich irgendwie anders durchschlagen muss. Und dann lebt sie mal hier, mal da. Und dann wird sie auch irgend so eine Gangsterbraut und kommt ins Gefängnis. Also es ist ganz wirr zum Teil. Und am Ende wird sie doch wieder Mangaka. Okay. Ich persönlich fand den jetzt wirklich etwas, ja, er ist anders und mir etwas zu anders, aber das ist halt nur mein persönlicher Geschmack. Der steht auch frei zum Tausch, falls den jemand haben möchte. Ich war jetzt nicht sehr begeistert, muss ich allerdings, wie gesagt, gestehen. Ja, die Zeichnungen sind ganz gut, sehr realistisch, meiner Meinung nach. Kann mal was zeigen. Also es ist schon Manga-Stil, aber die haben doch so einen realistischen Touch, würde ich sagen. Und ja, auf jeden Fall ja, ein kleiner Fehlkauf meinerseits. So, dann habe ich hier noch die Sachen, die ich im Mai vergessen habe. Und zwar ist das einmal Breaking Rules von Papinadi und das ist der erste Band, auch wenn es irgendwie aussieht wie eine 7, finde ich. Den habe ich noch nicht gelesen, da kann ich also nicht viel zu sagen. Das ist eine Selbstpublikation. Ich werde euch mal die Facebook-Seite von Papinadi unten in die Infobox posten und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Die Zeichnungen haben mich angesprochen. Hier ist auch eine Widmung drin. Ich habe das direkt über ihr Facebook bestellt. Und ja, hat mich auf jeden Fall sehr interessiert. Und bin auf jeden Fall schon gespannt, wie mir der gefallen wird. Dann musste ich unbedingt haben Midsummer Days von, ja, Chabi. Ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen aussprechen soll. Von ihr finde ich einfach den Zeichenstil so wunderschön und ihre Geschichten gefallen mir auch sehr gut. Das ist ein Boys Love Titel und der war auch wieder sehr schön. Ja, der hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen und Moment. Hier zeige ich euch ein bisschen was von den Zeichnungen. Auch eine Signatur ist drin und natürlich auch hier werde ich die Zeichnerin unten verlinken. Da könnt ihr dann auch genau schauen, um was es geht. Ich kann ein bisschen was erzählen. Also es geht um einen jungen Mann, ich weiß gar nicht, ist er Student oder so, der aufs Land fährt zu einer alten Frau, die er wohl von früher kennt und dort den Sommer verbringt, weil er dort ein paar Sachen zu erledigen hat. Und er lernt dort eben diesen Jungen auf dem Cover kennen, der am Anfang noch recht abweisend ist. Und ja, die beiden freunden sich dann an, könnte man sagen. Es ist auf jeden Fall sehr süß und es ist sehr sommerlich. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, dass ihr da mal einen Blick drauf werft. Und ja, die Zeichnungen sind generell sehr schön. Sie hat auch einen Instagram-Account, wenn ich recht weiß. Den werde ich dann auch unten verlinken, wenn ich ihn finde. Und ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, den zu lesen. Dann war eines meiner absoluten Highlights der neue Comic von Miuli. Da habe ich ja schon mehrmals erwähnt, dass ich ihre Sachen einfach unglaublich gut finde. Hearts for Sale war ja ein Stück, was ich so lange haben wollte. Und jetzt kam eben Sentient raus. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ihr dürft mich gerne in den Kommentaren berichtigen, wenn ihr wisst, wie das ausgesprochen wird. Ich habe keinen Plan.
Und wenn ihr euch mal das Cover alleine anguckt, diese Details, das ist einfach Hammer. Es ist der Hammer. Ich finde einfach ihren Zeichenstil so, so gut. Sie hat einfach es total drauf. Ja, ich verruckel wieder meinen ganzen Untergrund. Und ich versuche hier jetzt auch noch kurz reinzublättern. Wie gesagt, sie hat einen sehr, sehr tollen Stil, meiner Meinung nach, den ich echt nur empfehlen kann. Und ja, ihr solltet auf jeden Fall mal bei ihr vorbeischauen. Ihre Zeichnungen sind der Ein Hammer. weiteres absolutes Highlight war dann auch noch Make-A-Wish von Kume. Den wollte ich unbedingt haben und als er jetzt rauskam, musste ich ihn mir dann auch unbedingt bestellen. Ihre Zeichnungen sind auch wunderschön und die Story hat mir einfach so gut gefallen. Es geht eben um die beiden, die auf dem Cover auch zu sehen sind und auch ein wenig um diesen Hund. Und sie lernen sich ganz zufällig kennen und ja, gehen dann sozusagen auf Sternensuche, was irgendwie total süß ist und ein absolut schönes Setting für einen Manga. Und ja, ich kann den wirklich nur empfehlen. Schaut mal bei Kume vorbei, ihre Zeichnungen sind der Hammer. Ich habe mir von ihr auch noch kleine Blöcke bestellt im Nachhinein und ein Print von dem Cover, weil es einfach so, so hübsch aussieht. Und freue mich auch schon richtig darauf, wenn ich die euch dann im nächsten Update zeigen kann, weil die sind erst vor wenigen Tagen angekommen und demnach gehören sie nicht in das Juni-Update. Aber sie sind wunderschön. Und ja, auch Kume verlinke ich euch mal unten. Hier könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich zeige euch jetzt hier noch ein bisschen was. Ist das nicht süß? So, ja, den kann ich auch nur herzlich empfehlen. Dann habe ich mir ein Bundle gekauft bei Dragon Along. Und zwar ist das eine, wie soll ich sagen, so ein Mini-Comic, der heißt Autofokus. Hinten dran sind noch zwei Doujinshi von Durarara. Und ja, die habe ich noch nicht gelesen, kann deswegen auch noch nicht wirklich was dazu sagen. Aber ich fand den Zeichenstil sehr ansprechend. Und das hier ist in kompletter ja, Eigenregie entstanden. Das heißt, das ist auch selber gedruckt und selber geheftet. Und ist nur so ein kleines Pamphlet, könnte man sagen. Aber fand ich ganz spannend und wollte es unbedingt haben. Und ja, fand ich sehr interessant, mal so anzugucken. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht alles durchgelesen und deswegen kann ich auch nicht wirklich was dazu sagen. Aber ich werde euch mal ja, die Zeichnerin unten verlinken. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen und vielleicht findet ihr da ja auch was. Und zu guter Letzt habe ich mir noch was von Archan gekauft. Und zwar ist das dieser hier, der Prolog zu Lupus. Das ist ein Manga mit ihren beiden Charakteren. Und ja, das sind so kleine, süße Wölfe, ich glaube. Und das ist einfach super süß gemacht. Sie hat einen so niedlichen Zeichenstil. Sie zeichnet eher so Chibi-mäßig, könnte man sagen. Und ja, es ist einfach super süß. War sehr niedlich. Auch sie werde ich euch unten verlinken. Und von ihr habe ich auch eine kleine Zeichnung reinbekommen, was ich unglaublich süß fand. Es sieht einfach so niedlich aus. Oh Gott, ich freue mich so. Ja, es ist einfach wunderschön. Und bei ihr habe ich mir auch Merchandise bestellt, weil ich ihre Charakterdesigns so toll fand. Habe ich mir dort auch zwei Blöcke bestellt. Einmal dieser große Briefblock hier mit den Charakteren aus Lupus und dann noch mal so ein kleiner. Den Charakter kenne ich jetzt nicht, aber ich fand das Design super cool und habe ihn mir deswegen bestellt. Und tatsächlich hatte sie in ihrem Shop
auch noch Buttons, die ich jetzt kurz rausholen werde. Einen mit Kenma und Kuro und noch einen weiteren mit Kageyama und Hinata. Und ich fand diese Buttons so, so cool. Und ja, musste sie mir dann auch bestellen, weil die einfach so niedlich waren. Und ja, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich meine, ich liebe Haikyuu und wie soll ich da Nein sagen? Und die sind einfach super süß. Es tut mir übrigens leid, dass die Lichtverhältnisse sich gerade dauernd ändern, aber es ist bewölkt und die Sonne scheint und ab und zu ist die Sonne hinter Wolken und ab und zu nicht und das geht mir gerade tierisch auf den Nerv, aber ja, es tut mir sehr, sehr leid. Aber auf jeden Fall, die Buttons sind wunderschön gewesen, überhaupt der ganze Zeichenstil hat mir supermäßig gefallen und war wundervoll und deswegen musste ich die auch kaufen. Und das war's jetzt auch. Das war der letzte Rest, den ich euch im Mai vergessen habe zu zeigen. Und demnach ist mein Update jetzt auch beendet. Falls ihr es hört, meine Stimme macht schon nicht mehr mit. Ich weiß auch nicht, ich bin momentan etwas heißer. Es tut mir sehr leid, falls das stört. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao!